Immer noch fliehen Tausende über das Mittelmeer in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Lange Zeit das begehrteste Landungsziel, das katholische Italien. Zum Höhepunkt der europäischen Migrationskrise zeigte der Papst eine glasklare Haltung. Möge jede Gemeinde, jede religiöse Gemeinschaft, jedes Kloster, jeder Ort, an dem sich Gläubige zum Gebet versammeln, angefangen bei meiner Diözese in Rom, eine Familie aufnehmen. Doch immer mehr Katholiken in Italien wollen ihm dabei nicht folgen, sympathisieren stattdessen mit der Abschottungspolitik ihres neuen Innenministers Salvini. Ein klares Zeichen dafür, seine steigende Popularität bei den Gläubigen. Knapp jeder dritte Italiener besucht mindestens einmal pro Woche die katholische Messe. Von ihnen wollten Salvini noch im März nur 15,7% unterstützen, im Juli hatte sich ihr Anteil auf 31,8% verdoppelt. Gleichzeitig sank die Popularität des Papstes. War er bei seiner Wahl 2013 noch bei 88% der italienischen Gläubigen beliebt, sind es nun nur noch 71. Sogar die Caritas in Rom vermutet, viele Katholiken nehmen den Heiligen Vater nicht mehr als geistlichen Führer wahr. Der Umgang mit den Migranten hat die Gläubigen in Italien tief gespalten.